Was geht ab, Leute? Danke fürs Einschalten. Ich bin hier heute mit meinem Bro Humlee am Start und wie ihr sehen könnt, hinter uns ist die Bayer-Arena. Warum sind wir eigentlich hier? Weil wir schauen uns heute ein sehr, sehr interessantes Spiel an. Ein der interessantesten Spiele Deutschlands mit einem der interessantesten Spieler Deutschlands, würde ich sagen. Das ganz Deutschland bzw. ganz Europa, Real Madrid, Manchester United, alle reden über ihn. Youssoufa Moukoko, 13 Jahre alt, spielt in der U17, Leute. 13 in der U17, das heißt, seine Gegenspieler sind 3 bis 4 Jahre älter. Stell mal vor. Ja, und dieses 13-jährige Wunderkind wird schon so hochgehoben, dass man ihn mit Aubameyang, Dembélé und anderen Borussia Dortmund-Spielern vergleicht. Wir haben uns halt gedacht, schauen wir uns diesen Spieler mal genau an, analysieren seine Laufwege, seine Physis, wie seine Technik ist. Aber auf was wirst du noch so achten? Seine Frisur. Seine Frisur. Die Frisur ist am wichtigsten. Frisur und die Schuhe natürlich. Wir wollen jetzt auch gar nicht groß rumreden. Wir schalten jetzt direkt zum Spiel, das jetzt in wenigen Augenblicken anfängt, rüber, würde ich sagen. Let's go. Let's go. Da geht der Boss der Mannschaft. Das ist einfach für ein krasser Teaser. Ist eine Aktion. Ich bin schockiert, Das ist schon noch besser als in der Videos. Ich habe auch was erwartet, aber das hat natürlich alles übertroffen. Krasser Teaser. Und wir sind noch nicht mal am Ende, ne? Oder hier ist noch genug Zeit zum Spielen. Fight! That's the wrong number! Freunde, man kommt hier hin, man will einfach nur Fußball gucken, Hazel und ich. Und auf einmal sind die Jungs auch am Start. Man ist hier vor nicht sicher, kann ich euch sagen. Alle hier am Start, alle wollen es super sehen. Janik? Ja, am Start. Es geht. Thanks for watching Strikers. Das ist. Leute, ihr habt gehört, er macht vielleicht ein bisschen alleine, aber das ist hier schon eine One-Man-Show, definitiv. Was der hier bringt, ist schon krass. Ecke rausgeholt. Leute, ihr habt gesehen, sowas kann auch selbst auf dem Niveau passieren. Aber was ich richtig cool fand, der Leverkusener Gegenspieler hat ihn nach diesem Fehler wieder aufgenommen. Das finde ich richtig cool. Siehst du nicht auf? Fair play. Besonders auf dem Niveau schon. In unserem Video sieht man das beispielsweise auch. Nee, der Spidey und Holzi, die wissen uns nur, egal ob Tor oder nicht Tor, wir werden nur in die Mangel genommen. So, Freunde, das Spiel ist vorbei. 1:1 im Hinspiel. Kurzes Fazit. Moukokos Tor war Weltklasse. Also jeder Bundesligaspieler träumt davon, so ein Tor zu schießen. Und der Typ ist erst 13 und schießt ja schon solche Tore. Also das ist schon auf sehr, sehr hohem Niveau. Und da kann sich Dortmund freuen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Lars Ricken, wie auch Herr Watzke, Bruder, waren auch hier im Stadion. Die waren unmittelbar neben uns. Leider Gottes habe ich kein Foto machen können. Wie war die erste Halbzeit? Hammer. Also Dortmund hatte mega viele Chancen. Auch der Youssoufa, der hat ein paar Dinger gehabt. Krass. Unglaublich. Ich bin immer auch sprachlos vor dieser Leistung. Und Leute, wenn ihr wollt, dass wir eine Challenge gegen PMTV und Yannick spielen,
dann lasst doch mal ein Like da und Hashtag Zerstörung, aber Leute. Aber du bist ja nicht mehr der alleinige Weltmonarch. Ja, ich hab ein bisschen weniger Respekt jetzt vor dir. Oh, hier ist schon ein gewisses Trash-Talk, Leute. Also einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein Duell haben wollt. Und dann fahren wir nach Köln oder die Jungs kommen zu uns und dann geht's um die Wurst. So, Freunde, wir verlassen jetzt gerade das Stadion. Es war ein richtig cooles Spiel, ihr habt gesehen. Da waren krasse Szenen dabei. Jetzt mal ein Fazit zu dem Spieler. So, wir laufen mal ein bisschen und reden über den Spieler. So, es wird jetzt sehr viel über ihn gesprochen. Ja. Es wird auch sehr viel über sein Alter diskutiert. Ja. Was meinst du? So, was also ist deine Meinung? Ich muss sagen, wo ich mir den jetzt live angeschaut habe, der ist körperlich, glaube ich ihm sogar, dass er 13 ist. Man hat schon gemerkt, dass er so ein bisschen... Der war wesentlich kleiner als die anderen. Der war schon kleiner als die anderen, ja. Und auch, der war nicht, ja, ein bisschen schmächtiger, das stimmt. Aber der hatte dafür so viel Power, der hat das so ausgeglichen, das ist unglaublich. Das war auf jeden Fall einer der besten auf dem Platz, definitiv. Ja. Und es ist schon krass, wie weit man in dem Alter sein kann. Ja, ich verstehe das auch nicht so ganz. Also böse Zungen sagen, er wäre wesentlich älter, er wäre schon 17, 18. Also ich werde jetzt natürlich für nichts, was ich nicht beweisen kann, meine Hand ins Feuer legen. Ja. Aber ich würde so weit gehen, dass ich sagen würde, ja, er sieht aus wie ein 13, 14-Jähriger. Ja. Ich würde auch nicht sagen, dass er wesentlich älter ist. Ich glaube, diese Diskussion hat so ein bisschen was mit den ganzen Haters zu tun, die denen das nicht gönnen. Und sagen wir mal, selbst wenn es so wäre, dann wäre er immer noch der Beste unter den 16-, 17-Jährigen und wie auch Am Ende des Tages muss man wirklich sagen, selbst wenn er jetzt 17 ist, im Alter von den anderen... Was wir nicht glauben, Wenn es so wäre, dann wäre er immer noch eine Granate. Von daher macht diese Diskussion absolut keinen Sinn. Es war ein krasser Spieler, und ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich war sehr positiv überrascht. Und, aber auch von den anderen, ne? Der Zehner, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Zehner von Dortmund heißt. Mega starker Spieler. Der 20er von Bayer Leverkusen hat 24 auch richtig... hinten, hat mir auch gut gefallen. Ja. Wir werden die Namen einfach mal raussuchen und hier einblenden, weil wir jetzt natürlich nicht alle Namen von Jugendspielern kennen. So krass sind selbst wir nicht. Selbst Humle ist nicht so krass. Ja. Ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß dran gehabt, Jugendspieler zu scouten. Ja. Was hältst du davon, wenn wir mal so ein Format starten? Einfach mal so die Jungs besuchen. So Format. Vielleicht auch mal den einen oder anderen Abonnenten besuchen und uns das Spiel mal reinziehen. Klingt nicht schlecht so. Bester Jugendspieler Deutschlands und dann reisen wir durch Deutschland und beobachten die besten Spieler und Humle, kurze Frage noch, wo siehst du den Jungen in, sagen wir mal, 10 Jahren? Er ist jetzt 13 Jahre alt, in 10 Jahren ist er 23, was meinst du, wie weit könnte der in dem Alter sein? Also es gibt zwei Optionen oder vielleicht auch mehrere Szenarien. So, das Wichtigste und das A und O wird sein, dass er sich auf den Fußball konzentriert. Wenn er das schafft und seine Entwicklung beibehält und diese Entwicklung weiter nach oben geht und der kontinuierlich dran bleibt, dann wird er natürlich ein ganz großer. Dann werden wir ihn in der Nationalmannschaft sehen. Ja, das kann gut sein. Dass, der spielt ja jetzt schon in der U16. Ja, der wird auch in der A-Nationalmannschaft spielen, ne, bei den Senioren. Klar, wenn er das Niveau weiterhält und sich steigert. Champions League brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Wenn er das Niveau nicht halten kann und sich auf den Ruhm und auf die Partys und auf die Mausis, die jetzt natürlich zwangsläufig kommen werden. Ich habe beispielsweise gehört. Zwangsläufig? Ja, die werden jetzt natürlich alle kommen. Da muss er das Ganze ausblenden. Das ist das Wichtigste. Ja, das ist schwierig. Und anstelle des Trainings würde ich einmal am Tag mit ihm Charaktertraining machen, dass er die Finger von sowas lässt, weil das kann ihm nicht brechen. Damit er sich nur auf den Fußball konzentrieren kann und alles andere halt als Nebensache ganz außen vor lässt. Ne? Ja. Ja, das sehe ich auch so. Alles klar, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt auch Humle TV ab. Bester Mann. Richtig cool, dass er mitgekommen ist. Die anderen Jungs konnten leider nicht, aber mein Soldat hier, boom, wie ein Soldat, der immer für mich da. Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.